ASC, er Köln's. Wir lassen dich niemals allein. Herzlich willkommen beim SL9 der Talk. Bei mir heute zu Gast unsere zwei neuen Jugendschiedsrichterinnen, Annika Staatsetz und Felicia Troschinski. Hallo ihr beiden. Hi. Hallo Sophie. Vor circa 8 Wochen habt ihr erfolgreich die Schiedsrichterprüfung bestanden und seid seitdem Schiedsrichterinnen. Wie habt ihr euch dazu entschlossen, Schiedsrichter zu werden? Ja, vor allen Dingen wegen Erfahrung. Und es macht auch halt Spaß, mal als nicht nur Spieler zu sein, sondern auch mal was auf dem Platz zu sagen zu haben. Ja, also bei mir genauso wie bei Felicia. Ich möchte halt auch neue Erfahrungen sammeln. Und ich habe halt auch viel dazu gelernt jetzt. Und ja. Ihr habt nun auch einige Einsätze hinter euch. Wie sind eure ersten Eindrücke? Ja, mein erster Eindruck war, also das erste Spiel war ich halt sehr nervös, aber es ging halt dann die nächsten Spiele und ja, eigentlich ganz gut. Ja, also mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil auch immer jemand dabei war, dem jemand Hilfe gegeben hat. Ja, und von Spiel zu Spiel wurde das halt immer weniger und hat immer mehr Spaß gemacht. Du hast vorhin von Nervosität gesprochen. Wie nervös seid ihr vor den Spielen? Also ich glaube, das wird zu jedem Spiel geringer, also die Nervosität. Ja, also im ersten Spiel war halt sehr viel nervös. Ja, da schließe ich mich Annika an. Ich war auch sehr am ersten Spiel auch sehr nervös, aber danach ging es. Da ihr noch frisch dabei seid, passieren natürlich auch Fehler. Wie geht ihr damit um und wie analysiert ihr eure Leistung? Ja, also aus Fehlern lernt man ja und ich meine, jeder macht mal Fehler, selbst ein Profi-Schiedsrichter. Und ja, also ich gehe mit Kritik gut um, also ich kann Kritik vertragen. Dadurch, dass halt auch die Partner in den ersten paar Spielen dabei sind, bekommt man ja auch Hilfestellung, man wird einem auch geholfen, indem die halt sagen, was wir besser machen sollen oder was wir besser machen können in den nächsten Spielen. Und man lernt halt von Spiel zu Spiel immer mehr dazu. Und ja, und später muss man das ja dann halt alles alleine können. Und deshalb, ja. Schaut ihr euch eigentlich Fußballspiele nun anders an? Guckt ihr euch mehr die Schiedsrichter an, die Leistung? Also ich habe schon auch vorher, also bevor ich Schiedsrichter geworden bin, habe ich mir halt Spiele so angeguckt und halt auf den Schiedsrichter geachtet, was der für Fehler macht. Aber jetzt ist es halt noch extremer, dass ich dann halt auch sage, ey, der Schiri hat was falsch gemacht und diskutiert dann halt mit meinen Eltern darüber und ja. Ja, also ich gucke Fußballspiele jetzt auch, also vor allen Dingen jetzt anders an, weil man halt sich natürlich auch aufregt, wie Annika schon gesagt hat, aber man würde das dann auch am besten, also persönlich auch anders entscheiden und ja, dann regt man sich eben darüber auf. Was sind eure Ziele als Schiedsrichter und habt ihr auch Vorbilder? Also ich möchte so hoch wie möglich kommen. Also ich glaube, das findet eigentlich jeder, also will eigentlich jeder Schiedsrichter werden. Jeder hat eigentlich das Ziel und ich möchte, also als Vorbild habe ich Bibiana Steinhauser. Ja. Ja, also ein Vorbild habe ich jetzt nicht wirklich, weil ich bin ja erst seit kurzem Schiedsrichter. Okay, was heißt im kurzen? Also seit ungefähr 8 Wochen. Und ich kenne jetzt halt nicht so viele Schiris und ja, meine Ziele an der Pfeife sind halt auch hoch zu steigen, sage ich mal so, und ja, groß zu werden, so. Ich spiele natürlich auch weiterhin Fußball beim SC09. Wie läuft's aktuell? Ja, ganz okay, sage ich mal. Also es kann besser laufen, aber man will sich halt hocharbeiten, ja. Ja, als Team schafft man das ja eigentlich am meisten. Also es gibt manche Spiele, die halb scheiße laufen und manche, die halb was besser sind, aber als Team muss man da halt zusammen dran arbeiten, damit man da wird das Spiel auch besser werden. Du bist Torhüterin? Ja. Sieht man das Spiel von hinten auch dann anders? Man hat natürlich jetzt auch mit dieser Dreifachbelastung beim Fußball, auch als von der Schiedsrichterseite als auch als Torwart, wenn man rausläuft, Foul macht, rote Karte, Elfmeter und dann halt diese Dreifachbelastung, bis man dann halt von der Seite, dass du jetzt Schiedsrichterin geworden bist, zieht man sich da eher zurück bei einem Foul oder haust du rein und sagst, komm? Nein, also ich halte mich jetzt als Torwart eher zurück, weil ich jetzt keine Lust habe, eine rote zu kriegen. Ja, sonst sieht man das halt anders als sonst. Du spielst auf dem Feld, mal Libero, mal Sechser, je nachdem, wo du eingesetzt wirst. Ja. Geht man da, also auch natürlich da als Libero natürlich das Problem, letzter Mann öfters zu sein, mal die Sense auszupacken. Sieht man das denn jetzt auch anders?
hast du mehr das Feld im Blick, dass du dann dein Schiedsrichterauge hast und sagst, okay, wenn ich jetzt da reingrätsche, gibt es halt die Karte, oder sagst du, okay, ich bin auf dem Platz Fußballspielerin und wenn ich die Pfeife in der Hand habe, dann halt Schiedsrichterin. Ja, also ich hatte halt vorher auch schon immer den Überblick so von hinten, man sieht ja alles und so. Aber ja, also bei mir ist das so, also ich gehe jetzt nicht da rein und grätsch einfach, weil ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwie eine Karte zu kassieren, also ich bin da anders so. In den letzten Jahren ist ja der Damen- und Mädchenfußball beim SC 09 neu aufgebaut worden und steigt oder nimmt jetzt natürlich ein bisschen Fahrt an. Unsere Damenmannschaft spielt oben mit dabei. Wir haben aktuell 3 Mädchenmannschaften. Wie nimmt ihr die Entwicklung wahr? Wie seht ihr das Ganze? Ja, also es freut mich auf jeden Fall, dass die Damen jetzt so hoch in der Tabelle stehen. Und ich finde es auch gut, dass wir jetzt so viele Mädchenmannschaft haben in Erkelenz, weil ich ja selbst Fußball spiele und jetzt auch in Erkelenz spielen kann. Und ja, das freut mich halt einfach. Also mich freut das auch sehr, vor allen Dingen sieht man halt auch, also dass auch Mädchen mal Fußball spielen, weil Jungs sagen ja ständig, Mädchen können kein Fußball spielen. Und dank den Erfolgen von der Damenmannschaft kann man halt auch beweisen, dass der SC 09 Erkelenz auch was kann. Würdet ihr auch andere Mädels in eurer Klasse, in eurem Freundeskreis auch den SC 09 empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Aktuell herrscht Herzrasen beim SC 09, da das Kunstrasenprojekt letzte Woche gestartet ist. Freut ihr euch über diese Entscheidung und Entwicklung im Verein? Ja, also ich freue mich sehr darüber. Vor allen Dingen müssen wir nicht mal auf Asche spielen. Das ist schon mal sehr gut. Und Kunstrasen finde ich eh gut, weil man da am besten drauf spielen kann und nicht immer so dreckig wird. Ja, also ich finde das auch sehr gut, dass wir nicht mal auf Asche spielen müssen. Dann gibt es auch nicht mehr so viel Verletzte, weil es tut ja höllisch weh, wenn man auf Asche hinfällt. Und ja, auf Kunstrasen kann man halt in jeder Jahreszeit spielen. Das finde ich auch gut. Dann werden nicht mehr so viele Spiele verlegt. Da sind wir auch am Ende. Ich bedanke mich bei euch beiden für eure Zeit und wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg beim SC 09 Erkelenz. Ja, ich bedanke mich auch bei dir. Ich bedanke mich auch, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Hey SC Erkelenz, wir lassen dich niemals allein. Hey SC Erkelenz, du bist unser Leben, du bist unser Verein. Im Willi-Stein-Stadion ist unser Revier, hier in Erkelenz regieren nur wir.